Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Gameplay heute hier mit mir. Da wir diese Woche kaum einen Stream angesetzt haben, außer Freitag und Sonntag, Sonntag ganz safe, wollte ich euch nicht ganz leer ausgehen lassen und euch mal ganz kurz Dark Hotel zeigen. Wir haben ja beim letzten Stream schon ein paar Indie-Titel gespielt von Einzelentwicklern oder von kleineren Gruppen von Entwicklern, die ohne großes Studio dahinter eigene Spiele entwickeln. Und das hat mir gut gefallen und ich dachte mir, wir könnten uns mal Dark Hotel schnell anschauen und ihr guckt mal, wie euch das gefällt und ob euch so eine Serie von Einzelgames soweit passen würde. Und wir starten jetzt mal das Game. Ich weiß nicht, was mich hier erwartet. Ich muss da auch nichts installieren, kann auch nichts anderes machen, außer das Spiel starten und das Spiel beenden. Wir werden mal sehen, was abgeht. Let's go. Loading. Es gibt ja sehr viele gute Einzelentwickler, die echt tolle Sachen zusammengetragen haben. Da fällt mir gleich mein Stöppel hier raus. Okay, ein blutiger Screen. Okay. Wir waren ja schon einmal in einem Hotel mit At Dead of Night. Jetzt muss ich mal hier meinen Dingen drüber fummeln. So. Und das hat uns ja außerordentlich gut gefallen. Und wir schauen mal, okay, wir sind schon drin. Wir schauen mal, was dieses Spiel hier so leisten kann. Sieht auf jeden Fall ganz hübsch aus. Ist alles mit der Unreal Engine erstellt worden. Sieht auch aus wie ein typisches Hotel. Okay, die Tür kann nicht geöffnet werden. Schrank ist verschlossen. Wir können hier gerade ja, nichts weiter machen. Hier sind Bilder, die leer sind. Oh, aufgeschlossen. Okay, wir suchen einen Schlüssel. Oder eine Keycard normalerweise in einem Hotel. Ja. Das Bild kann man ansehen. Okay. Ich glaube, da hat jemand Probleme. Oh oh. Das klopft. Shit. Hallo? Was ist denn jetzt passiert? Wo kommt die Kerze her? Und die andere Kerze? Hä? Oh! Oh oh. Oh Gott. Da habe ich ja direkt Gänsehaut. Da steht jemand. Ach du Scheiße. Oh shit. Mach doch auf. Der steht da immer noch. Ich finde das immer übelst krank, wenn so Riesenpersonen dargestellt werden, die so abstrakt deformiert dargestellt werden. Spielt das jetzt hier in diesem Zimmer nur? Gott, wenn ich da hingehe, haut ihr mir die Fresse voll. Ich weiß es jetzt schon. Okay, Leute, es hilft nichts. Ich habe mich jetzt nicht getraut, die ganze Zeit die anzuschauen. Aber wir müssen da jetzt hin, oder? Oh oh. Oh, hier ist der Schlüssel. Oh oh. Der steht hier. Und tanzt. Oh Gott. Wir haben zwar einen Schlüssel bekommen, aber die Tür ist einfach schon auf. Ich klinge halt irgendwie voll verschnupft. Gott, wie unangenehm ist das denn jetzt schon? Okay, rechts oder links? Wir gehen mal hier rechts rum und gucken mal, was hier so abgeht. Wir haben auf jeden Fall einen Schlüssel. Welche Zimmertür haben wir denn überhaupt? Wo ist die Tür? Hier ist keine Tür mehr. Okay.
Easy. Wir sind wohl auf der ersten Etage. Da flackert eine Lampe. Geistersichtung. Da sind schon wieder satanische Beschwörungen zugange. So eine Kerze mal mitnehmen wäre jetzt eigentlich mal eine gute Idee. Wo ist die Treppe? 14, 15. Das zählt ja als erste Etage, ne? Jetzt mal ein paar Türen. Ja, hier kommt keine Hand. Keine Hände. Müssen wir hier runterspringen oder was? Ich guck mal, ob ich hier alle Türen erwischt habe. Sieht auf jeden Fall verdammt gut aus, ne? Also ist super mystisch, super dunkel. Schöne Farben, geile Textur. Ah! Wer ist das? Ob das ein Hinweis ist, wo wir hin müssen? 14:19. Alle Türen sind zu. Oh. Ganz unangenehm. Okay, Treppe hoch. Ist das interessant für uns? Können wir das? Ja, aber hier ist die absolute Dunkelheit. Das könnt ihr komplett vergessen. Oh Gott, ich fühle mich ganz angeschwitzt schon wieder. Ja, genau, hier ist es genauso dunkel. Soll ich dir jetzt folgen? Ach so, nee, ich habe keine Taschenlampe, oder? Nee. F. Ich soll auch wahrscheinlich gar keine haben, aber so eine Kerze hätten wir schon mal mitnehmen können, ganz easy. Warum ist hier keiner? Ich kann auch nicht schneller laufen übrigens. Ich frage mich, wofür der Schlüssel ist auch. Ah! 6. Sechs, sechs, was? Boah, die Intensität nimmt aber hier ganz rapide zu. Sechs. Was ist das für ein Zimmer jetzt? Unwohlsein. Das ist hier das Treppenlose. Hier hinten ist wahrscheinlich gar nichts. Man sieht auch nichts mehr. Soll ich wieder zurückgehen? Ist das so neblig? Tür hat gar keine Nummer. 6. Ich muss mal gucken, welche Nummer oder welches Zimmer hier eine 6 dran hat, weil wir haben ja einen Schlüssel, aber den kann ich noch nicht mal öffnen. 10. Da liegt einer. Hier ist alles abgesplattert. Was ist das denn hier überhaupt? Hallo? Ist das unser Zimmer hier? 6. Hier sollten wir hin. Hier ist noch ein Schlüssel. Schlüssel zum Inventar hinzugefügt. Für was aber? Wo soll ich damit hin? Nimm doch mal die Kerze mit, Junge. Das ist doch unser Zimmer. Hier waren wir vor. Jetzt ist es leer. Hier waren wir schon.
Okay, wir können hier die Tür, glaube ich, zumachen. Ja, das möchte ich gar nicht. Ich möchte hier nicht alleine sein. Wo ist die Leiche jetzt? Hier ist eine Tür auf. Was passiert hier? Ich will. Bleib da mal schön drin. Oh shit. Ich gehe jetzt nochmal zur Rezeption, ob am Monitor wieder was Neues angezeigt wird. Boah, leco mio. Die sind aber hardcore mit ihren Scares hier, Jump Scares. Unangenehm, ganz, ganz, ganz unangenehm. Also meine Stimme klingt auch schon total wie ein Reibeisen. Okay, hier ist nichts anderes zu sehen als vorher. Boah, bei diesen Horrorspielen habe ich immer Angst, mich umzudrehen. Viele Zimmer für so eine Lobby, ne? Unten rum. Das hier ist unser Zimmer, ne? 6, wurden wir hier markiert oder? 6 was? 6 Leichen? 6 Schlüssel? Müssen wir 6 Schlüssel vielleicht finden? Boah, nimm doch so eine Kerze mit. Hier ist schön hell, das ist angenehm. 14, 15. Ich verstehe das hier immer noch nicht so richtig. Kein Plan, was hier abgeht. Das ist nicht euer Ernst. Oh Gott. Ich hätte die Herzfrequenz mit einschalten sollen. Jetzt ist hier eine Treppe. Boah, ist das übertrieben? Ist das übertrieben, Mami? 2 Schlüssel und der Weg nach oben. Oh Gott. Also ohne Shit, das macht mir richtig Angst, so eine Riesenpersonen. Hier ist schon wieder eine Leiche. Soll ich hier reinspringen oder was? 2 Leichen, 2 Schlüssel. Oh Gott, ich habe immer noch Gänsehaut und meine Hände sind kalt, eiskalt. Oh Gott. Das hat mir aber jetzt absolut den Rest gegeben. Mein Gott, das mitten am Tag. Die Leute werden denken, ich bin hier komplett irre geworden. Ich schreie hier durch die Gegend. Oh, so, ich hoffe, euch hat das gefallen. Als kleinen Ausgleich für euren Abend heute oder wann auch immer ihr das schaut. Ich fand es sehr gut. Zu gut, glaube ich, teilweise. Aber ich glaube, ich werde mir öfter mal solche kleinen Indie-Titel, die nicht unbedingt einen ganzen Stream füllen, immer mal anschauen und euch das dann einfach nachladen, nachdem ich das erlebt habe. Stream tun wir natürlich ganz normal wie immer. So oft und so schnell es mir immer möglich ist. Freue mich, dass ihr dabei wart. Was findet ihr? Wie gut war das Spiel? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Lasst gerne auch ein Like oder ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.